Das sind hier 1500 Euro. So. Jetzt fragt ihr euch, wieso packt ihr so viel Geld aus? Der erste wichtige Schritt ist, was ist eure Beziehung zu Geld? Was ist euer Mindset? Das erste Mal, als ich Bodo Schäfer gesehen habe, hat er auch im Interview, halt, er hat 10.000 Euro ausgepackt. Jetzt kannst du wieder das haben. Da, als er das ausgepackt hat, habe ich gemerkt, Alter, wie kann er es wagen, einfach Geld im Interview rauszuholen? Und dann dachte ich mir genau, dann hat er es erklärt, das ist eure Beziehung zu Geld, euer Mindset, wie seid ihr zu Geld gepolt? Wenn ihr denkt, Alter, wie kann er einst so viel Geld auspacken, dann ist eure Beziehung nicht gesund. Ihr müsst euch fragen, ihr könnt euch selber testen, wie hat er das geschafft? Oder warum hat er das? Warum macht er das? Das ist euer Mindset, das ist eure Einstellung zu Geld. Das ist das Erste. Wenn ihr denkt, Geld ist was Schlechtes, dann wird man nie viel davon besitzen. Das ist ganz normal, logisch, wie es im Gehirn abläuft. So. Fangen wir mal an. Das ist der Cashflow-Quadrant. E steht für Employee, S für Self-Employed oder Specialist, B für Business Owner, E für Investor. Die meisten von uns sind hier in dem Quadranten als Angestellter. Die gut sind oder noch besser, die sind irgendwie speziell darauf eingestellt. Aber das Problem ist, hier zahlt man ungefähr 40% Steuern, hier 60% Steuern, hier circa 20, hier circa 0. Hier könnte man es noch ein bisschen genauer machen, 35 bis 40, 40 bis 60, 20 bis 25 und hier 0 bis 5%. Die Art von Menschen verdienen viel mehr. Business Owner, solche Typen wie Jeff Bezos und so weiter, Unternehmer oder Investoren, die verdienen um ein Vielfaches mehr wie wir, aber zahlen viel weniger Steuern. Und das Krasse ist, erst am Ende. Wir, die meisten sind ja von uns hier oder hier, die meisten, die Steuern werden von uns abgezogen, bevor wir den Lohncheck in die Hand kriegen. Das wird schon von vornherein abgezogen. Das ist schon echt krass. Wenn wir hier Geld verdienen, dann zahlen wir die Steuern erst am Ende. Das heißt, wenn wir direkt reinvestieren, zahlen wir gar keine Steuern. Und erst am Ende. Deswegen, wir fangen alle hier an. Ich würde versuchen, nebenbei ein Geschäft aufzubauen oder nebenbei das Investieren zu versuchen. Irgendwie von dem Quadranten rauszukommen und in den zu kommen. Das wäre wichtig, das wäre wertvoll. Beim Angestelltenjob denken viele an Sicherheit und so weiter, aber wir sehen selber aktuelle Lage, viele Jobs gehen verloren durch die Digitalisierung und so weiter. Diese Menschen geben ihre Zeit für Geld. Das Problem ist dabei, dass wir nicht wirklich frei werden können. Der Specialist gibt seine Zeit gekoppelt mit Wissen für Geld. Das heißt, er muss ständig arbeiten, um wirklich frei zu sein. Die Reichen, der Business Owner, der gibt Geld, um Leute zu bezahlen, die wiederum Geld für ihn schaffen. Das heißt, er benutzt die Zeit anderer Menschen. Natürlich muss es ein erfolgreiches Business sein. Das heißt, er lässt die Leute für sich arbeiten. Die arbeiten selber für Geld. Die opfern Zeit, Zeit. Der opfert die Zeit der anderen Menschen. Die Menschen arbeiten für ihn und beim Investieren, das Geld arbeitet für einen. Also man setzt Geld, um Geld zu generieren. So, weiter. Wir alle haben leider keine finanzielle Bildung. In der Schule wurde es uns weggenommen, 1971 und so weiter hat alles angefangen. Fangen wir an mit dem Mindset eines armen Menschen, einfach mal so gesagt. Viele denken leider, dass es nur Einnahmen und Ausgaben gibt. Ihr Job kommt hier, die Steuern werden zuerst abgezogen, Steuern. Die Einnahmen kommen, Cashflow gehen raus in Ausgaben. Jetzt gehen wir mal auf das Mindset, also finanzielle IQ, von einem aus der Mittelschicht, Middle Class. Der hat schon ein bisschen mehr verstanden. Einnahmen, Ausgaben. Jetzt kommen die zwei anderen wichtigen Punkte. Das sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Einnahmen, Job,
Er zahlt leider wieder zu ersteuern. Er hat sogar ein gutes Einkommen, hatte. Also es gibt drei Schritte. Geld verdienen musst du, dann musst du lernen, Geld zu behalten und danach Geld zu vermehren. Das Problem ist, viele haben einen guten Job, die können Geld einnehmen. Das Problem ist, dann holen sich viele einen Kredit, sagen wir 20.000. Das wird eine Verbindlichkeit, gehen die ein, zahlen dann monatlich ab. Aber sie opfern leider ihre Freiheit für Konsum. Das geht dann wieder bei den Ausgaben raus. Das ist Cashflow. In welche Richtung geht das Geld? Das ist extrem wichtig. Job hier, holen sie sich ein Auto auf Kredit, ein Haus, sogar Urlaub. Und leider statistisch gesehen viele teure Freundin oder Freund. Und meistens ist es mehr die Freundin, leider. So, was Vermögen angeht, da schauen die gar nicht. Die wollen reich aussehen, die meisten aus der Mittelschicht. Was sagt Robert Kiyosaki? Rich, das Denken. Die aus der Mittelschicht konzentrieren sich leider viel zu sehr auf das Einkommen. Das Problem ist, dass es, wie gesagt, zuerst sofort versteuert wird, bevor du dein Geld überhaupt sehen kannst. Das sieht sie beim Lohncheck, leider. Als Angestellter reich zu werden, ist schwierig. Jetzt, wie es die Reichen machen, die haben ein Einkommen, aber die legen nicht so einen großen Wert darauf. Hier könnte man einen Stern machen. Die konzentrieren sich auf Vermögenswerte oder auf Englisch Assets. Und ein Asset ist einfach von der Definition ganz einfach Dinge, die Geld in deine Tasche bringen. Ganz einfach. Die haben ein Einkommen. Das Geld, was sie vom Einkommen haben, vom E-Quadranten oder S-Quadranten, investieren sie in Assets, zum Beispiel Immobilien, Business, Unternehmensanteile, P2P, Dividenden, Zinsen durch Anlagen. Und jetzt mein Spezialgebiet, was denke ich, was unser Vorteil gegenüber den meisten ist, durch Kryptos in Form von Lending, also Verleihen, und Staking. Viele haben das noch gar nicht auf dem Schirm, aber ich denke, die nächsten Jahre kommt es. Und tatsächlich, YouTuber, die ich angeschaut habe, die gehen immer mehr auf Lending, Staking, Bitwaller, Ertragskonto. Krass. So. Jetzt ist die Frage, wohin geht der Cashflow? Vom Einnahmen in die Assets, was wiederum in die Einnahmen kommt. Und irgendwann verdient man so viel hier, man arbeitet. Am Anfang hat man nicht so viel Geld. Man denkt, hey, der schaut ja gar nicht reich aus, was labert er über Geld? Irgendwann sind deine Ausgaben durch die Einnahmen von den Assets gedeckt, dass du dann frei bist, wo du dann tatsächlich aufhören kannst zu arbeiten. Und ist das nicht der Traum von wirklich fast jedem? Darum geht's. Und jetzt kommt noch mal etwas Höheres, was riskanter ist. Schulden. Die Reichen, wenn man einen hohen finanziellen IQ hat, die haben Einkommen, holen sich damit Schulden, aber jetzt bei der Mittelschicht würde es hier gehen, Ausgaben und hier raus, ein Auto, Kosten, Versicherung, Benzin, Häuser, Nebenkosten und. Die haben einen Job, holen sich einen Kredit, investieren damit in Vermögen und das Geld kommt wieder in den Job. Und das Geniale ist, wenn du es schaffst, tust du das Eingenommene direkt reinvestieren für den Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt ist am Anfang sehr klein. Der steigt nur langsam. 100 Euro, 101, dann nächsten Monat 102 und so weiter. Aber irgendwann, die Zinsen verdoppeln sich immer mehr, dass es so viel ist wie das eingesetzte Kapital. Das heißt, irgendwann nach Jahren geht die Kurve steil. Das ist das Besondere. Das ist dieser Zinseszinseffekt. Wenn man das über Jahre schafft, das ist das Besondere Mathematische, dass es immer passiert. Eine Sache, die schwierig zu verstehen ist, natürlich, Konsumschulden ist wirklich katastrophal, wenn es um finanzielle Freiheit geht. Die Sache, die man wirklich lernen muss, Geld ist gleich Kredit ist gleich Steuern. Man muss sich wirklich klar sein, dass das alles dasselbe ist. 2018 hat mal Ray Dalio gesagt,
auch nach Statistiken. Es gibt 5 Billionen Cash. Oder 3 Billionen, ich weiß es gar nicht. Und es gibt 50 Billionen Credits. Also Schulden. Wie kann das sein? Wie sollen die Weltschulden je gezahlt werden? Es geht gar nicht. So viel Geld auf der Welt gibt es gar nicht. Und wenn man das einmal versteht, Kredit ist einfach nur eine Fähigkeit, Geld von der Zukunft zu nehmen und jetzt in Gegenwart zu haben. Das heißt, wenn ich mir einen Kredit nehme, beispielsweise 10.000 Euro, ich kaufe mir damit ein Asset, was mir wiederum Rendite bringt. Der Kredit geht 7 Jahre. In 7 Jahren mit dem Asset, was mir Geld generiert, zahle ich direkt die Schulden. Und wenn es sogar übersteigt, das Asset, zahle ich damit meine Schulden ab und ich habe einen unendlichen Cashflow, ROI, Return on Investment. Das heißt, wenn ich Kredit 200 Euro zahlen muss, aber das Asset bringt mir 210 Euro, dann habe ich pro Monat 10 Euro gratis ohne Eigenkapital. Unendlich. Und das Faszinierende ist, nach den 7 Jahren, was ist dann? Was hat man dann? Sind dann die 10 Euro weg? Nein. Dann hat man das Asset noch. Dann geht's erst richtig los. So stackt man sich hoch. 10 Euro, man fängt ganz klein an. Ich habe mit 2, 3 Euro angefangen. Das ist das Besondere. Unendlich ROI, Rendite. Wenn du Kredit 100 Euro zahlen musst, aber du kriegst monatlich durch dein Asset, was du mit Kredit geholt hast, 110. Krass. Nach 7 Jahren hast du noch das Asset und du hast währenddessen damit deine Schulden abgezahlt. So. Das sind ganz einfache Dinge. Kredit ist einfach die Fähigkeit, Geld zu haben, Geld auszugeben. Es ist einfach nur die Kraft auszugeben. Wenn du dir mit dem Kredit natürlich ein Haus oder ein Auto holst, dann wirst du umso schneller ärmer, umso schneller unfreier. Das ist genau der Punkt. Leider wollen die meisten reich aussehen, aber die Reichen sind wirklich reich, auch wenn du es denen nicht an den Klamotten ansiehst. Die leben von ihren Assets, von ihrem Cashflow. Und damit gönnen sie sich, wenn sie 100.000 haben, jährlich 10.000 verdienen, gönnen sie sich von den 10.000 Urlaub, ganze Zeit, und das Asset bleibt erhalten. Wenn du eine Million hast, es wird dir immer weniger, wenn du es ausgibst. Es geht darum, dass du monatlich, ich weiß, es klingt so einfach und so banal, Geld in deine Taschen kommt. Das ist unglaublich wichtig fürs Verständnis. So. Das Bild habe ich gemacht. Hier ist die normale Bevölkerung. Sage ich mal, normale Bevölkerung. Wir. Hier ist der Staat. Hier sind die Banken. Sagen wir, es sind drei Spieler im Finanzgame. Kann man sich vorstellen. Der Staat hat überall seine Finger im Spiel mit Steuern. Und wie kann es sein, dass ein Angestellter oder ein Spezialist mehr Steuern zahlt, obwohl er weniger verdient? Also das Gerücht, dass die Reichen weniger Steuern zahlen, es ist tatsächlich wahr. Ich habe es gesehen, ich habe es gemerkt. Ich muss selber meine Steuern jetzt machen. Und zum Beispiel im August habe ich mehr verdient durch meinen Angestelltenjob. Und ich zahle die Steuern erst am Ende. Das ist so ein unglaublicher Faktor. Sagen wir mal, man verdient 1.000 Euro. Wenn man zuerst Steuern zahlt, ca. 35%, hat man noch 650 Euro übrig. Wenn ich 1.000 Euro verdiene, die kann ich direkt reinvestieren und ich zahle da noch gar keine Steuern. Dieser Steuerfaktor kommt erst am Ende. Versteht ihr? Sonst muss man versteuertes Geld zahlen. Und das ist natürlich dann weniger, weil es sofort abgezogen wird. Darauf zurückzukommen, der Staat hat überall seine Finger im Spiel mit Steuern. Überall, fast bei jeder Transaktion. Die Banken, jetzt kommt das Unglaubliche, warum ich finde, dass Bitcoin so wertvoll ist. Der Zins ist aktuell bei der EZB bei 1%. Das heißt, wenn ich mir einen Kredit von 10.000 nehme, 1% davon ist 100 Euro. Die Banken müssen nur 100 Euro echtes Geld beiseite tun, um 9.900 Euro, Leute, das ist das wirklich Unglaublichste, die größte Massenhypnose aller Zeiten, aus dem Nichts zu erschaffen, per Knopfdruck. Ich werde Hong noch das Video schicken, vielleicht, hoffentlich macht das dann, kurz einblenden. Das ist neu für die meisten. Viele sind der Meinung, dass ein Kredit so funktioniert. Sparer bringen ihr Geld zur Bank.
Und die Bank verleiht dieses Geld dann an einen Kunden weiter. Zum Beispiel an einen Häuslebauer oder an einen Industriebetrieb. So ist es aber nicht, sondern wenn jemand spart, dann wird dieses Geld praktisch auf dem Sparkonto stillgelegt, ja, Vorteil für die Bank, er kann es nicht abheben. Und wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann wird das praktisch aus dem Nichts geschaffen. Und diese beiden Vorgänge haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, obwohl es so aussieht und obwohl es in den Lehrbüchern steht. Und so funktioniert es. Der Kunde möchte einen Kredit über 10.000 Euro. Seine Bank muss dafür 1-3%, also mindestens 100 Euro, bei der Zentralbank als Reserve hinterlegen. Das ist alles. Dafür darf seine Bank quasi per Knopfdruck die Kreditsumme von 10.000 Euro auf das Konto des Kunden überweisen. Die Bank schöpft also aus 100 Euro 10.000 Euro elektronisches Geld und kassiert dafür Zinsen. Die Giralgeldschöpfung, eine Lizenz zum Geldverdienen. Es wird Geld aus dem Nichts geschaffen. Die Bank kriegt so viel und muss nur so viel beiseite legen. Deswegen sind aktuell Schulden gut. Wenn man damit investieren kann, umgehen kann, ist nicht für jeden geeignet, ist es wirklich gut. Das ist das Faszinierende, dass die Banken dürfen, Geld aus dem Nichts zu schaffen. Wegen der Zahl kommt das hier zustande. Diese 3 Billionen echtes Geld und 50 Billionen in Credits. Wegen diesen Zahlen kommt es zustande. Alle Reichen, die finanzielle Bildung haben, haben Schulden. Donald Trump, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg haben alle Schulden. Aktuell sogar noch mehr Investment-Punk-Geld hören auch, weil das Geld entwertet wird, also werden auch die Schulden entwertet. Und uns wird immer beigebracht, hab keine Schulden, mach das nicht. Aber darum, dabei geht es eigentlich darum, keine schlechten Schulden zu haben. Es gibt auch gute Schulden. So, jetzt, warum ich finde, dass Bitcoin so wertvoll ist. Bitcoin hat einen Max-Cap von 21 Millionen. Es kann nicht aus dem Nichts erschaffen werden. Die Frage ist jetzt, warum kann man nicht schon früher drauf? Jetzt ganz kurz zum Verständnis. Es muss ja auch funktionieren. Das Krasse bei Bitcoin ist dezentral. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, jeder hat eine Geldbörse, aber die ist durchsichtig. Also stellt euch eine Box vor, die ist durchsichtig und da sieht man von jedem das Geld. Man sieht mein Geld, wie viel ich habe, man sieht Hong sein Geld, Tati sein Geld. Das heißt, wenn ich jetzt Tati Geld schicken will, sieht man auf der Blockchain, fehlerlos seit fast 12 Jahren, wie viel ich habe und wie viel ich ihm geschickt habe. Man sieht es. Das heißt, er würde sehen, hey, er hat so viel, sagen wir, ich habe 10 Bitcoin, okay, sagen ich habe 2 Bitcoin, ich schicke ihm einen. Wer zieht mir jetzt von den 2 Bitcoin einen ab? Es gibt ja keine dritte Partei wie die Bank. Eigentlich würde es so verlaufen, sagen wir, Hong ist meine Bank, ich gebe mein Geld der Bank, die Bank gibt es der Bank von Tati und die Bank von Tati gibt es Tati. Bei Bitcoin werden die Banken komplett weggenommen, weil Satoshi Nakamoto sagt im White Paper, die Banken müssen weg vom Markt. Es ist ungerecht, dass sie Geld aus dem Nichts schaffen. Und wenn wir Kreditkarten, Konsumschulden haben, bleiben wir in dem System und müssen für die Reichen arbeiten. Versteht ihr? Deswegen werden die Banken wipe out. Die braucht man nicht. Ich schicke Tati direkt Geld, ohne dass die Bank Gebühren nimmt, egal was. Bitcoin ist 100% neutral, gnadenlos neutral. Jetzt ist Faszinierendes, man kann es ja nicht abstellen, das hätten die Staaten schon längst gemacht, glaubt mir das. Ich habe die Box, es ist durchsichtig, jeder sieht, wie viel Geld ich habe. Was ist, wenn ich 2 Bitcoin habe, aber will ihm 4 schicken? Es gibt ja keine Bank, die mich kontrolliert. Die Bank würde dann sagen, hey, du hast 10 Euro, du schickst ihm 10, also hast du noch 0. Bei Bitcoin das Faszinierende ist, die Technologie, diese Blockchain, ich habe 2 Bitcoin, ich gebe ihm ein und alle anderen Teilnehmer, als ob ich laut rufen würde, hey Leute, ich habe 2 Bitcoin, ich habe Tati einen geschickt. Und alle schauen in meine durchsichtige, transparente, durchsichtigen Geldbeutel. Hey, er hat 2, stimmt. Wir bestätigen die Transaktion durch die Miner. Und ja, wir wissen alle Bescheid, dass Barış 2 hat und einen geschickt hat. Und genau das ist das Faszinierende. Man sieht, hey, er hat nicht aus dem Nichts in den leeren Geldbeutel Geld reingetan. Man sieht es durchsichtig, da ist nur dieses Geld. Man kann nicht Geld aus dem Nichts schaffen, wie die Banken mit diesen 9.900 Euro. 99% wird aus dem Nichts geschaffen.
Die Zinsen waren früher bei 5%, 10%. Da mussten sie wenigstens noch 1000 Euro beiseite legen. Versteht ihr? Deswegen ist Bitcoin wirklich die einzige Chance, finde ich, für uns Menschen, damit wir ein ehrliches, gerechtes Geld haben, damit das Geld viel fairer, gerechter verteilt ist. Ich glaube, das war sehr wichtig. Ich hoffe, ihr nehmt es euch zu Herzen. Es ist wirklich so schnell wie möglich. Aber ihr seht jetzt schon, das ist ein fast 20-Minuten-Video geworden. Ganz kurz nochmal zu den Büchern. Dieses Buch habe ich im März gelesen, 2020, und es hat komplett mein Leben verändert. Robert Kiyosaki, Fake. Ja, wirklich krass. Ich habe mein Studium abgebrochen direkt. Unglaublich, wirklich. Das Buch ist meiner Meinung nach mehrere tausend Euro wert vom Wissen. Das ist das Finanzbuch auf der Welt, das meistverkaufte, über 40 Millionen Mal, Rich Dad Poor Dad. Das ist eigentlich Teil 1. Das ist der Teil 2 von dem hier. Also ich würde euch wirklich vom Herzen empfehlen, einmal ein Buch zu lesen, weil es euch unglaublich Mehrwert bringt, um einige Dinge zu verstehen, in was für einem System wir laufen. Das ist dann Teil 2, der Cashflow-Quadrant. Hier seht ihr natürlich das Zeichen. Auch meiner Meinung nach ein absolutes Muss. Jeder muss sich um seine eigenen Finanzen kümmern. Es ist wirklich vernünftig. Und dann nochmal, wer sich auf den E-Quadranten spezialisieren will, nochmal die volle Breitseite. Es ist nicht für jeden was, der Investment greift. So, ich hoffe, ich konnte euch wirklich helfen. Es ist ein kostenloses Video. Dieses Wissen ist unglaublich wertvoll, wenn man das einmal verstanden hat. Und ja, Leute, deswegen ist für mich Bitcoin wirklich so eine Herzenssache, weil die armen Menschen haben nicht mal Zugriff auf Bankkonten und so weiter. Aber durch Bitcoin, jeder darf darauf zugreifen. Die Transaktion kostet natürlich etwas, aber an sich ist das Protokoll kostenlos. Open Source, für jeden zugänglich, du brauchst nur Internet. Da könnten auch die armen Bauern und so weiter ihren Kaffee für normale Preise verkaufen. Die Leute kommen mit dem Dollar, wechseln es in die schwache Währung. Und danach holen sie sich die Rohstoffe aus den Ländern. Bitcoin ist fehlerlos, unverfälscht, sogar noch besser als Gold. Es ist Gold 2.0, weil man es auch noch digital über Grenzen versenden kann. Gold ist schwierig bei Transaktionsaustausch. Ja, Bitcoin ist teilbar. Bitcoin ist leicht zu versenden. Bitcoin ist langlebig. Man kann es nicht zerstören. Das Problem ist, man kann es nicht anfassen, irgendwie bewundern, weil es ist leider nur digital. Die einzige Schwachstelle von Bitcoin ist die Akzeptanz. Wenn er keine Bitcoin akzeptiert, dann kann man die Transaktion nicht durchführen. Dieses Tauschmittel muss von beiden akzeptiert werden. Und genau das, glaube ich, kommt die nächsten Jahre, weil immer mehr Leute verstehen, was ist Bitcoin, wie funktioniert es und warum ist es so genial. Das war's.